Hallo, ich grüße euch. In diesem Video geht es um einen neuen Stromvertrag. Entschuldigt bitte die etwas schlechte Tonqualität, im nächsten Video wird's besser. Und nun viel Spaß mit dem ersten Abzockanruf. Am Apparat. Schön, dass Sie erreicht haben, Herr Steiner. Geht es um die allgemeinen Preiserhöhungen für Strom und Gas für alle Postleitzahlen für Berlin und Umgebung? Wir jetzt ja auch für die Strom- und Energieberatung sind. Mein Name ist Heike Schünemann. Zahlen Sie denn nur Strom oder auch? Ich zahle nur Strom. Okay, und wie hoch ist der Abschlag jetzt momentan im Monat bei Ihnen? 120 Euro zahlen wir. 120 Euro. Nee, eigentlich nur zu zweit. Nee, haben wir auch nicht. Nee, an Vattenfall ist richtig. Und schon länger. Nee, das ist alles nicht vorhanden. Alles nicht vorhanden. Also ist ja interessant. Also das, was Sie jetzt mit 120 Euro bezahlen, und jetzt ist noch die Erhöhung dabei mit 12 bis 17 Euro, dann zahlen Sie ja, dann sind Sie schon bei 134 Euro gelandet, obwohl die gleiche Menge an Strom ist. Bis dahin das mal so herum. Der günstigste Anbieter für die 12055, das ist Ihre Postleitzahl für Braunschweiger Straße, ne? Da zahlen Sie nur 105 Euro für die gleiche Menge an Strom, die Sie jetzt auch haben. Das heißt also, da haben Sie sogar 15 Euro monatlich gespart für die gleiche Menge an Strom, die Sie jetzt auch haben. Das sind 180 Euro im Jahr. Und für 2 Jahre mit Vollpreisgarantie sind Sie da sogar denn schon bei 360 Euro gespart. Und das für die gleiche Menge an Strom, die Sie jetzt auch haben. Da haben Sie keine Kaution, keine Vorkasse. Der Wechsel ist kostenfrei. Sie kriegen nochmal alle Schriften vertraglich nach Hause. Für den Postbote und die Kilowatt, die man nicht verbraucht hat, die kriegt man ja wieder. Kriegen Sie normalerweise vom Vattenfall am Ende des Vertragsjahres Geld wieder? Nee, meistens zahle ich so 400 bis 600 € noch nach. Interessant, das wird ja immer interessanter bei Ihnen. Nee, Sie sind ja zu Hause. Nehmen Sie doch mal Ihre Jahresabrechnung. Sie sind nur 2 Personen. Also ich meine, Strom kann man ja nun nicht essen. Nachtspeicher haben Sie auch nicht. Haben Sie eine Wärmepumpe? Auch nicht, ne? Nee, das haben wir alles nicht. Aber wir Sie haben werden auch. Ja. viele Computer und Smart Home und alles, was halt Strom Oh, frisst. okay, dann ist klar. So, und es kommt ja auch so drauf an, was man für die Kilowattstunde bezahlt. Und bei Ihrem Verbraucher ist es ja auch wichtig, dass Sie dann die günstige Kilowattstunde haben. Und das ist auch ganz normaler Haushaltsstrom. Als Gewerbe haben Sie das nicht angemeldet, weil Sie sagten, Sie haben so viele Computer und das alles. Nee, Gewerbe ist das nicht. Okay, dann schauen Sie mal nach. Haben Sie da auch nur eine Stromzählernummer oder zwei? Muss ich mal schauen. Dann müssen Sie eine Abrechnung haben. Vielleicht haben Sie auch Online-Zugang zu Vattenfall. So, also Kilowatt sind 6431. So, okay. Ist das jetzt die Abrechnung? Sieht so aus, ja. Ja, okay. Von wann war die? Da sind wir wieder eine Nachtzahlung. Oh Gott. Ich kann nicht mal sagen, was Sie dann schon wieder nachzahlen dürfen. Vom 18.3. 18.3. diesen Jahres, richtig? So, bei der nächsten Abrechnung, 18.3. nächstes Jahr, werden Sie sich wieder freuen. Dann dürfen Sie nämlich ganz genau, bei dem Verbrauch ist der günstigste Anbieter bei 177 Euro monatlich. Und die Vattenfall hat sogar noch 15 Euro drauf, da sind Sie bei 192 Euro. Wenn Sie jetzt 120 Euro Abschlag haben, sind das ja 72 Euro pro Monat extra. Das sind ja schon wieder 720 und nochmal, sagen wir, 144, das ist ja schon wieder bei 860 Euro Nachzahlung. Interessant. Okay. Naja, Sie zahlen ja nur das, was Sie verbrauchen. Wenn Sie auf die zweite Seite gehen, schauen Sie, da sehen Sie Ihre Zählernummer. Braunschweiger Straße 77 ist, ne? Dann haben Genau. Sie wenigstens den günstigsten Anbieter und das ist wenigstens noch günstiger, wie nochmal 8,2 Cent auf jede Kilowattstunde zu bezahlen. Extra. So. Dann haben Sie diese Woche ja
Wo finde ich denn die Zählernummer in der Rechnung? In der Rechnung gehen Sie mal auf die zweite Seite. Da haben Sie Ihren Stromverbrauch im Detail. Da müsste links die Zählernummer sein, daneben der Zählerstand und ganz rechts kommen immer die Kilowatt, also Ihre berühmten 6431 kW. Da haben Sie eine Kurznummer mit 836, das ist Ihre Vertragskontonummer. Ja, hier habe ich eine Zählernummer. Ja. Das ist die 56 56 04 04 81 81 33. 33. Das ist die alte BWAG-Nummer, ne? Okay. So, und wenn Sie jetzt auf die erste Seite schauen, wessen Name als Vertragsinhaber ist da? Und da ist meiner drin. Ihrer, Herr Gerold Steiner, ist das richtig? Genau, richtig. Okay. Wann haben Sie das Licht der Welt erblickt, junger Mann? Am 17.07.92. Ja, ich höre an das jüngere Datum. Okay. So, dann geben Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse. Gerold.steiner. Gerold.steiner, wie Stein, ne? Genau. Ja. Und dann @mdcc-fun.de. Okay, was kam nach @? Bitte kodieren. @MD Nordkultura. CC. CC, Paula Theodor. Nee, Cäsar, Cäsar. Moment, MDCC und dann fun wie Spaß nur in Englisch.de. Ach so, ja. Kam der Punkt und dann fun wie Spaß.de. Genau. Das ist aber eine hochinteressante E-Mail-Adresse. Haben Sie auch eine Handynummer? Eine Handynummer, die gebe ich nicht raus, nein. Nein, ich sage Ihnen warum. Ich muss Ihnen nämlich jetzt einmal eine E-Mail oder SMS rausschicken. Das ist dann für die kostenfreie Umstellung und Kündigung, wann Sie übernahmsfähig sind. Hatten Sie denn für nächstes Jahr schon was Neues abgeschlossen bei irgendeinem Anbieter? Nö, da hatte ich noch nichts abgeschlossen. Oh, okay. Weil die Gerold.steiner at dann Nordkultura Cäsar Cäsar und kommt dann Punkt oder nicht? Nee, einfach zusammengeschrieben. Ach so, okay, weil der Computer zeigt ja an, ob es von ihm hier gibt oder nicht. Aber trotzdem sagt er, .de, nicht kommen. Nee, .de. Naja. Weil zur Ausweichung brauche ich dann eventuell nochmal Ihre Handynummer. So. Notieren sich bitte meinen Namen. Mein Name ist Heike Schünemann. Und die Berliner Nummer haben Sie ja da. 214-802-539 sehen Sie da, ja? Genau. Da bin ich immer von 9 bis 18.30 Uhr erreichbar, von Montag bis Freitag. Jetzt übernehme ich mal den Tarif. 6431 kW. So, dann macht das 177,35 € monatlich aus. So, Sie sind bei Vattenfall, Grundversorger momentan. Ich auch schon mehr wie ein Jahr dabei. Ihre Zählernummer laut ist 56048133. Vertragsinhaber sind Sie, haben Sie gesagt, Herr Gerold Steiner, 17.07.92 geboren. 12055 Berlin, Braunschweiger Straße 77. Alles richtig? Das ist soweit richtig, ja. Okay, man sollte ja nur richtige Sachen im Computer eingeben, ne? So, dann wollen wir mal sehen. Dass Sie ein PDF beantworten können, also bearbeiten können, davon gehe ich mal aus. Wer so viel Verfügung hat, ne? So, wollen wir sehen. Die E-Mail ist rausgegangen. Und der Gerold.steiner at ndcc und fun.de. Wollen wir sehen. Da kommt jetzt Bestätigung 2001. Easyvolta.de. Das kommt dann was mit PDF online unterzeichnen. Ich weiß nicht, wie viele Filter Sie da vorgespannt haben. Müssen Sie Bestätigung 2001 sehen. Ist aktuell noch nichts da. Wie bitte? Ist noch nichts da. Okay, auch nicht im Spam? Nee. Noch nichts da. Mal schauen. Mal gucken. Wollen wir mal sehen. Ich schicke Ihnen jetzt einfach mal einen Entwurf. Wollen wir
irgendwie muss es ja ankommen. Vielleicht ist es bei Ihnen ein bisschen anders geschaltet. Wollen wir mal schauen. Ich habe Ihnen da jetzt noch eine geschickt. Das ist ein Entwurf. Heißt immer Bestätigung 2001@digivolta.de. Jetzt kommt etwas, womit Sie die Vollmacht abgeben können per E-Mail oder SMS. Weil das kann man nur per E-Mail oder SMS machen. ndccfan.de. Interessant, so eine E-Mail habe ich noch nie gehabt, aber macht ja nichts. Ist immer irgendwann das erste Mal, ne? Weil er zeigt auch an, dass da nichts ausgeliefert wird, aber wollen wir mal sehen. Da sind Sie wahrscheinlich die Koryphäe am Computer, nicht ich. Och, ob das jetzt eine Koryphäe wäre, glaube ich auch nicht. Also ich bin ehrlich, also ich bin, sagen wir mal, mit der Technik dieses Prügels, ich immer sage, technisch unversiert, bei gewissen Sachen, da muss ich aufpassen. Ja, aber das wird jeder Anbieter haben, da muss das ja auch auf Sie das sitzen, ne? Und nicht irgendjemand, mit dem man da telefoniert hat, ist ja auch klar. Das ist ja so eine gesetzliche Vorlage. Haben Sie da jetzt was gefunden? Nee, ist noch nichts gekommen. Noch nichts gekommen. So, jetzt versuche ich mal die letzte Variante per E-Mail, indem ich Ihnen eine ganz normale schicke. Und wollen wir sehen, ob das da reinrutscht. Sonst einmal Ihre Handynummer. Weil da geht es dann direkt drauf. Das brauchen Sie auch nicht aufgeben, weil der Vertrag kommt natürlich mit dem Postboten per Papier an. Ist ja auch klar, hat ja nicht jeder Drucker zu Hause. Sie werden wahrscheinlich auch mehrere davon haben. Wenn so PCs anders. Drucker reicht da nur einer. Achso, okay. So, schauen wir mal gucken. Jetzt kommt das Einfachste, das Allereinfachste für diejenigen, die nur eine E-Mail-Adresse haben. Gerold.Steiner@mvnordpol.devidora.cesar.cesar. Ganz am Anfang MV Martha. Wo ist MV Martha? Ganz am Anfang. So, da hab ich MV Nordpol verstanden, da kannst du auch nicht ankommen. So, also Martha Dora Cesar Cesar Friedrich Ulrich Nordpol.de. Richtig, genau. Noch nichts da, aber ich kann es ja mal eingeben. Vielleicht findet da was im Netz, dann fällt das auch nicht. Wann haben Sie die letzte Mail? Die war von 11.44 Uhr, die Mail jetzt. Die letzte E-Mail habe ich um 11.27 Uhr bekommen von der Volksbank. Da wird man ja nur ausgehorcht. Inwiefern? Geben Sie mir mal Tipp. Das ist auch bei Gmail. Das ist ja Google und Google weiß ja sonst alles über mich. Ach, wenn es danach geht, kaufen Sie sich ein Handy, Sie wissen doch sowieso alles. In dem Moment, wenn man sein Smartphone anmeldet, dann sind Sie nur noch nackt eigentlich. Ja, genau deswegen habe ich ja kein Handy. Den ich jetzt fragen würde, um die Handynummer zu benutzen, nein. Ja, ich weiß, da geht es um die Sache. Ich meine, es ist komisch, dass es bei mdccfun.de nicht kommt, ne? .de, richtig. Ist ja interessant. Hochinteressant finde ich das. Dass da nichts ankommt. Die sind ja noch nicht IBM persönlich. Das ist richtig. Die haben ja den Filter vorgeschaltet, bevor da meine
durchkommt. Ist da immer noch nicht? Bestätigung 2001@easyvolta.de. Ist noch nichts da. Ich kann es ja nur so durchprobieren. Jetzt schicke ich mal eine ganz normale. Ich meine, wissen Sie, was man da auch machen kann, damit man nicht so, sagen wir mal, ausgehorcht wird über die Handys? Indem man sich einfach ein Tastenhandy kauft. Weil die können ja auch SMS empfangen. Und da kann man dann einfach nur Ja schreiben, zum Beispiel. Also, da geben sie auch nicht alles Mögliche an, wo die reingucken können mit Online-Banking und Schiedsrichtung und alles Mögliche. Ja, gut, aber wenn wir da jetzt weiterspringen wollen, man weiß ja auch nicht, ob die SMS nicht auch mitgelesen wird. Im Endeffekt muss ich ihm wirklich recht geben, haben sie auch recht. Allerdings, das sind ja auch nicht solche besonderen Sachen. Ich meine, Stromtarif zu ändern, Anbieterwechsel zu machen. Meinen Sie, dass sich da denn jetzt Google mir dazu dann freut, ob man das macht oder nicht? Wie rufen Sie dich aus Amerika an, damit Sie anderen Strom kriegen oder sonst was? Aber Ihr Gedankengang verstehe ich schon. Natürlich. Ist da immer noch nichts? Ist noch nichts da. Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse nochmal bitte buchstabieren? G wie Gerda. Ja. E wie Emil. Ja. R wie Richard. Ja. U wie Olga. Ja. L wie Leopold. Ja. D wie Dora. Ja. Und dann Punkt. Ja. Dann S wie Siegfried. Ja. T wie Theodor. Ja. E wie Emil. Ja. I wie Ida. N wie Nordpol, ja. E wie Emil, ja. R wie Richard, ja. Und dann M wie, also Ed, und dann M wie Martha, ja. D wie Dora, ja. Dann haben wir zweimal Cäsar, ja. Und dann F wie Friedrich, ja. U wie Ulrich, ja. Und N wie Nordpol.de. Ja, warte, ich muss entweder eine E-Mail, ich muss eine E-Mail-Bestätigung haben oder eine SMS, weil Sie müssen dem neuen Anbieter ja glauben, also dass der alte Anbieter auch ihre Daten rauskriegt. Also im Wartefall muss kontaktiert werden, obwohl Sie übernahmefähig sind, weil Sie müssen innerhalb von den nächsten 15 Monaten übernahmefähig sein, damit Sie den günstigen Preis von heute kriegen. Und Sie dürfen nicht zu Hause abgeschlossen haben, beim anderen Anbieter für nächstes Jahr. Das heißt, die Vattenfall wird ein Datum geben. Ich sage jetzt Beispiel. Ach nee, das ist ja bei Ihnen 18.03., ne? Also bis 18.03.2022 läuft Ihr Vertrag. Damit Ihnen wollt. Hallo. 20 bis 18.03.24 bestellen kann. Anders geht ja nicht. Sie sind zwischendurch immer wieder weg. Gerade irgendwie weg. Ist immer noch nichts da. Nichts? Auch nicht die ganz einfache. Nee, ist nichts da. Die einfachste Art, ich habe noch mal eine rausgeschickt. Also ich habe jetzt von der Volksbank wieder eine E-Mail. Okay, so. Ich gucke jetzt mal, kleinen Moment. Ist ja wirklich hochinteressant, wenn bei Ihnen das alles ankommt. Da noch mal rein mit also Gerold Vogtsteiner, also klein geschrieben noch mal. Dann kommt der M in Cäsar Vogtsteiner, richtig, genau, .de, nicht .fun. Nee, nicht .fun, sondern .fun. Bei dir. Okay.
Fest oder was kann das sein? Da muss ja irgendwas. Und die heißen Gerolf und ich. Okay, auf Facebook habe ich schon mal eine Runde gefunden, also im Internet. Und da steht auch MDCCBFUN. Mhm. Okay, ist ja interessant. Sehr interessant, dass das nicht durchgeht. Da müssten sie doch eigentlich schon eine E-Mail gekriegt haben. Ist noch nichts da. Weil sie sind so jung, sie sind nicht 1938 geworden. Die Leute, die kein Handy haben oder das wirklich nicht können, technisch unterwegs sind. Also bei ihnen muss ich schon, ich muss die entweder eine E-Mail oder eine SMS haben. Da kommt aber nichts an bei Ihnen, Herr Steiner. Und Sie heißen Gerold und nicht Gerald. Nee, nee, das so wie ich es verstehe, genau. Okay, es kann ja mal Hörfehler geben. Dann muss mal einer gerade ein Handy geben. Und dann wiederum schicke ich dann eine SMS hin, wo Ihr Name drauf ist, dass Sie die SMS bestätigen. Dass Sie dann ja reinschreiben, an den Sicherheit. Sonst kommen wir hier auch nicht weiter, weil sonst werden wir auch nichts davon haben, Herr Steiner. Hm, das ist aber schlecht. Wenn man seine Handynummer gibt. Nö. Also ich würde da jetzt auch keine Fragen weiter. Haben Sie noch eine andere E-Mail-Adresse irgendwie? Nee, das ist meine einzige E-Mail-Adresse, eine andere habe ich nicht. Okay, allerdings muss man auch bei Ihnen an und unsere kommt nicht an. Ist ja hochinteressant. Dann machen wir das jetzt, dann machen wir erstmal weiter, jetzt fehlt nur noch das Letzte, wenn Sie Kunde geworden sind. Mhm. Wann möchten Sie mir die Abholung haben? Anfang, Mitte oder Ende des Monats? Sie dürfen sich das ja aussuchen. Also grundsätzlich am besten ja gar nicht, aber wenn es sein muss, dann am Ende des Monats. Ja, dann nehmen wir die letzten 3 Tage. Also Ende des Monats zum Ultimor, kann man mal sagen, ne? Mhm. Okay. Mit welcher Bank sind Sie da verbunden? Was war das, Volksbank bei Ihnen oder VR-Bank, ne? Mhm, das ist die Volksbank. Okay. Wie lautet da Ihre IBAN? Weil jetzt finden Sie noch eine Einzugsermächtigung mit beigelegt, wenn Sie Kunde geworden sind, dass Sie dann auch die Einzugsermächtigung unterschreiben und zum Anti dahin geben, dass er dann nicht zukommt. Wenn Sie auch den 2. Monat Strom bezahlen, müssen Sie ja auch dann, ne, zum Ende des Monats. Mhm. Muss ich mal nachschauen. Da können Sie die auch nicht auswendig, ich auch meine CE 38 und dann am Ende 00. Das heißt, ich weiß, wenn ihr was steht auf der Karte drauf. So, dann ist das die DE. Ja. Die 1-0. 1-0. Mhm. Ja. Dann die 500-105-177. Achso. Ja. Dann die 51. Ja. 777. Ja. 64222. Ja. Und die 813. Hm, genau. Und dann 5177? 05177. 05177. Hm. Und dann 76. Ja. 422. Ja. 2813. Ah, das klingt besser, ja. Die Leitung, die überschlägt sich hier. Deswegen. Ah, okay. Genau richtig, ja. Ach ja, stimmt, da bin ich auch noch. Ah, okay, die haben sich jetzt angegeben. Nur bei der Kontonummer, da ist irgendwo was. Da ist er grün und da ist er rot. Ist Ihre Kontonummer 776-422-2813? Hm, genau. Kontonummer von Bankleiter, ich weiß nicht. Also. Ja, das ist richtig. Mhm.
Okay, wollen wir schauen. So, dann machen wir das jetzt so. Ich gehe nochmal in die technische Abteilung, weil sie jetzt keine E-Mail haben. Also sie haben die E-Mail, das kommt aber nicht an, wegen der SMS, ne? Ich rufe sie gleich zurück. Meine Nummer haben sie. Mein Name ist Veit Schünemann. So, ich bin in 5 Minuten, also in 3 Minuten wieder bei Ihnen. Ich rufe sie gleich zurück, Herr Steiner, ne? Alles klar. Tschüss. Eigentlich wollte sich die nette Dame ja nochmal melden. Ich weiß nicht, ob sie skeptisch geworden ist, aber egal. 25 Minuten ihrer Zeit habe ich ihr auf jeden Fall geklaut. Zeit, in der sie niemanden anderen abzocken konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch gern meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.